Hi meine Lieben, ja, ich habe wieder ein neues Aufgebraucht-Video für euch und das letzte müsste schon eine ganze Weile her sein, also bestimmt im Februar, März rum und ich habe meine Tüte wieder voll gekriegt. Diesmal habe ich es in einer Rituals-Tüte gesammelt, da passt auch ordentlich viel rein und ja, da beginne ich auch gleich mal mit dieser Haarmaske von Kérastase und die kosten ganz schön viel, diese Sachen von Kérastase. Und das ist eben so eine aufbauende Maske für ganz geschwächtes Haar. Also die haben da so verschiedene Stufen von 1 bis 4. Und 4 ist ganz extrem geschädigt und 1 ist so nur so ein bisschen Pflege. Und das ist zwischen 3 und 4. Das steht jetzt da nicht drauf, aber es ist aus dieser Reihe. Ich hatte auch schon das Shampoo und so davon. Und mein Gott, bin ich froh, dass das Ding leer ist. Das hat so eklig gerochen. Ich weiß nicht, wenn was nicht gut duftet, dann mag ich es schon von vornherein nicht. Und das hat sehr extrem komisch gestunken, man kann es gar nicht sagen, irgendwie so chemiemäßig. Also mochte ich nicht und die Pflegewirkung war jetzt auch nicht so toll, würde ich niemandem empfehlen. Ich glaube, das Ding kostet um die 20 Euro oder sogar noch mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr, ich habe das schon ziemlich lange. Dann habe ich hier einen Hitzeschutz von GHD. Den habe ich mir extra, glaube ich, mal gekauft. Ich glaube, den habe ich mir extra zugelegt. Weil viele gesagt haben, GHD und ich habe ja eins und dann wollte ich eben das Hitzeschutzspray auch mal ausprobieren. Und ich muss sagen, es ist echt nicht so gut. Also es riecht ganz gut, aber dieser Sprühkopf hier, naja, man sieht es nicht richtig, aber der ist viel zu grob. Also das ist gar kein schöner, feiner Sprühnebel, sondern mehr so dickere Tropfen. Allein schon das ist ein bisschen so, naja. Aber auch die Wirkung ist nicht so toll. Aber irgendwann hat mir mal eine Abonnentin drunter geschrieben, dass sie auch diese Rezeptur davon verändert haben und seitdem war es schlechter. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, woran man sieht, ob das jetzt das Neuere war oder das Ältere. Ja, also ich finde es jetzt nicht so gut. Ich habe trotzdem Spliss gekriegt und alles und die Haare waren jetzt auch nicht mega geschmeidig. Also das würde ich jetzt auch eher nicht empfehlen. Das bringt es eigentlich nicht, sich dafür über 10 Euro, 15 Euro, irgendwie so hat das bestimmt gekostet, dass ich da extra zuzulegen. Nee, würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Dann kommen wir zu diesem Balea Softöl Balsam. Der war ja auch sehr gehypt hier auf YouTube oder immer noch so ein bisschen. Und ich finde es so schlecht. Ich weiß nicht, ich finde immer, ich bin die Einzige, die das so negativ sieht. Ich mag diesen Ölfilm nicht so sehr. Also klar, es steht Softöl-Balsam drauf, aber irgendwie das zieht überhaupt gar nicht ein, null. Also das ist niemals irgendwie in der Haut drin, das ist immer ein bisschen schmierig. Jetzt im Sommer ganz besonders seltsam und ich mag den Duft auch nicht. Wenn man dran riecht, fand ich es noch ganz okay, aber wenn es auf der Haut ist, das wird ganz seltsam. Also ich mag diesen Duft überhaupt nicht und alle schwärmen immer gerade wegen dem Duft. Und ich kenne genau eine YouTuberin und mich, die das nicht so toll findet und ja, ich kann den Hype nicht drum verstehen und ich werde das auch nicht nachkaufen. Definitiv nicht. Ich mag es wirklich gar nicht. Also da bin ich echt ganz anderer Meinung und finde das nicht so gut. Dann habe ich hier von Sundance, der Eigenmarke von DM, SOS Anti-Hautröte April Lotion. Und die habe ich noch von letztem Jahr. Die ist auch noch so halb voll ungefähr. Und schon letztes Jahr fand ich die ganz komisch irgendwie. Also vom Duft her ging die. Ja, aber auch nicht so mega frisch oder so. Es ging, es war okay. Ein bisschen seltsam. Und dann habe ich sie auch noch so zum Teil verwendet, auch noch so bis zur Hälfte. Und jetzt vor kurzem, wo es wieder ein bisschen wärmer war, konnte man sich auch sonnen. Und dann habe ich die auch wieder drauf gemacht und ich komme mit der nicht klar. Die wird nach einer Zeit lang ganz krümelig auf der Haut. Die macht so Fusselfetzen. Also nicht aus Haut, sondern aus diesem Produkt. Das wird ganz, ganz seltsam. Und ich mag das nicht. Ich mag das Design, das sieht richtig schön aus. Mit sowas kriegt man mich eh. Und die haben dieses Jahr auch wieder voll die schönen Designs. Aber, also ich weiß es nicht, ich finde das nicht so pflegend. Und diese fusseligen Krümelchen, die dann auf der Haut bleiben von diesem Produkt, das kann ich überhaupt nicht haben. Und nö, schmeiß ich jetzt weg. Also ich komme damit überhaupt nicht klar und ich möchte mich damit auch nicht mehr eincremen. Dann habe ich dieses Duschdas Deo Golden Cashmere. Und das mag ich sehr gerne. Also ich mag diesen Duft sehr gerne. Und auch die Deo-Wirkung davon. Und ja, ich bin ein großer Fan, habe ich bestimmt schon 6-7 Mal nachgekauft. Ich kaufe mir den immer mal wieder. Ist mit Aluminiumsalze, aber das Thema ist ja wirklich unendlich und wird nie aufhören. Und ja, also ich finde es gut, es schützt, es riecht sehr gut. Der Duft hält auch ein bisschen an, ohne dass es zu extrem ist. Also man kann schon noch Parfüm tragen, aber man kann es auch nur so tragen. Ich mag es super, super gern. Dann habe ich hier von L'Oreal Hydra Active 3, das mit Zellentechnologie Reinigungsfluid. Wie gesagt, ich finde es gut, es macht seinen Job recht gut, aber ich habe jetzt das von Nivea und mag das einfach viel mehr.
Und ja, also ich kaufe es mir erstmal nicht nach, weil ich ja das jetzt von Nivea habe. Dann habe ich von Rituals das Yogi Flow, dieser Duschschaum, wo man oben drauf drückt und dann kommt wie so Rasierschaum raus. Oder eher ist es am Anfang durchsichtig und wird dann so rasierschaummäßig. Und das schäumt halt mega, mega gut und riecht auch vor allem besonders gut. Und die Haut ist ganz zart danach. Ihr werdet es bestimmt kennen, das ist so das beliebteste, gehypteste von ganz Rituals. Und ja, ich habe das jetzt nur in so einer kleinen Größe, weil ich das in so einem Set habe. Die haben ja auch oft oder immer diese Sets mit 4 Produkten und da war dieses hier dabei. Und ich liebe diese pinke Reihe, diese Ayurveda-Reihe und ja, kann nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe es ganz sparsam benutzt, weil ich immer gedacht habe, ja, jetzt nicht jedes Mal und das riecht so gut, aber ich möchte es nicht aufbrauchen. Und jetzt habe ich es schon vor einer Weile aufgebraucht. Jetzt sieht es auch total schäbig schon aus hier. Aber ich finde das gut. Für 8 Euro würde ich es mir, glaube ich, nicht nachkaufen. Dafür ist es mir zu schade. Da gibt es lieber diese Bodylotion und so, die hält ja länger vom Duft her. Und deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt nachkaufen, aber ich mag es trotzdem gern. Also es war schon ein gutes Produkt. Dann bleiben wir bei Rituals und ich habe hier die Shanti Shower. Das ist so eine pflegende Duschcreme, also mehr so eine Paste. Es war mehr pastenmäßig und ich habe gedacht, probier es das mal aus. Das kenne ich jetzt auch nicht und das war dann noch so in der Frühlingszeit. Da hat man da noch mehr Pflege gebraucht unter der Dusche und ja. Aber sie roch unter der Dusche ganz komisch. Und ich habe auch die Verkäuferin Wochen später mal darauf angesprochen, es ist auch irgendwie aus dem Sortiment genommen worden oder es hat sich irgendwie verändert. Die haben ja auch diese Designs ein bisschen anders jetzt gemacht. Es ist zwar noch pink, aber irgendwie ein bisschen anders. Aber man erkennt es schon noch. Und sie meinte auch, ja, auf der Haut hat sich es ganz komisch entwickelt unter der Dusche und irgendwie seltsam. Es wurde eben auch umgestellt jetzt. Es gibt so eine andere Öldusche oder irgend sowas. Und ja, an sich roch es gut und es war auch ganz pflegend, aber der Duft unter der Dusche ging dann nicht mehr. Also das hat sich ganz, ganz seltsam entwickelt. Dann habe ich hier die Foundation von Catrice, die All Matte Plus in 010 Light Beige. Eins meiner allerliebsten Produkte von Catrice im Foundation-Bereich und ich mag die sehr, sehr gerne. Hält auch recht lange, wenn man es mit diesem Make-up-Schwämmchen, Ei da auftupft und so und verstreicht und vertupft, hätte ich bald gesagt. Ja, so ein bisschen verblendet eher, dann ist es nicht so krass deckend, weil das ist schon gut deckend, also richtig gut. Und ja, kann man auftragen, wie man möchte, dann wird es eben auch feiner. Und ich liebe das, das hält lange, das mattiert auch, jetzt nicht so mega, aber ist schon mattierend und von der Farbe sehr hell, vor allem im Winter und so. Und hat keinen zu rosa Stich, keinen zu gelben Stich und finde ich für sehr helle Häutchen super geeignet. Dann habe ich hier zweimal mein Lieblingspuder, das Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof von Catrice. Wird bei mir auch ständig nachgekauft, weil es eben gut mattiert und nicht zu cakey wirkt. Also das ist so ein feiner Puder, wo einfach, man sieht nicht zu sehr gepudert aus. Und es ist transparent, das heißt, man kann es immer tragen und auffrischen. Und ich mag die super gerne und habe mein drittes in Benutzung und das ist schon wieder halb leer. Also ich liebe, liebe das. Und so 5, 6 Wochen hält das bei mir bei täglicher Benutzung. Ich mag das super gerne und das wird immer nachgekauft. Dann nochmal ein Produkt von Rituals, die Magic Touch Body Lotion. Und ich mag die super, super gerne. Habe ich auch schon öfter mal was drüber erzählt. Und habe mir jetzt auch die größere Packung davon gekauft. Und ja, große Liebe und geht eigentlich immer. Also auch als Geschenk würde ich sagen, das ist echt so ein Oldtime-Ding. Das kann man immer verschenken. Und ja, hat ganz viele Fans, ist so ein Dauerfavorit bei Rituals. Dann habe ich hier noch eine kleine One Ginger Morning von Tracklemoon. Und ja, wer liebt dieses Zeug nicht? Das ist so erfrischend, so gut und habe ich auch schon mehrere kleine aufgebraucht. Ich traue mich nie, das Große zu kaufen. Ich glaube, dann habe ich so richtig die Schnauze voll nach ein paar Wochen. Das dauert ja ewig und alle sagen, danach kann man es nicht mehr riechen und ich möchte es mir nicht verderben. Deswegen kaufe ich immer irgendwie die kleinen und ja, auch schon ganz viele davon aufgebraucht. So, dann kommen wir gleich zu einem Dreierschwung voller Mascaras von Maybelline. Einmal diese One by One Volume Express Mascara. Ich weiß gar nicht, gibt es die überhaupt noch? Ich habe die irgendwie gar nicht mehr so gesehen. Also ich fand die ganz gut. Die hat auch dieses typische Maybelline-Bürstchen. Dieses, oh, okay, ein bisschen runder war das. Aber ja, die sind gut. Also ich liebe Maybelline-Mascaras und davon habe ich echt am meisten. Dann einmal diese The Rocket, wo ich zeitweise nicht so gut fand, wie sie immer gehypt wurde. Also ich finde, es gibt noch bessere Mascaras von Maybelline. Die hat so ein anderes Bürstchen. Das ist so dicker. Hängen schon diese Mascara-Reste noch drauf.
Das ist irgendwie dicker und ja, diese Borsten sind dann kürzer und es war ganz gut zwischendrin, fand ich die auch mega gut, aber dann mal wieder nicht. Also die würde ich mir am ehesten nicht nachkaufen. Und eine, die immer geht, ist diese The Colossal Volume Express und ähnliche. Die hat auch ein wunderschönes Bürstchen. Das sehen diese Borsten größer, also irgendwie besser gemacht und ja, trennen viel besser und geben Schwung und große Liebe kaufe ich immer irgendwie nach. Also eine Maybelline muss ich immer daheim haben. Dann habe ich noch eine von Max Factor. Ich glaube, die war mal irgendwo dabei. Denn ich kaufe sehr, sehr selten Max Factor Produkte. Das ist die 2000 Calorie Dramatic Volume Mascara. Und die war so okay. Also die habe ich mal ausprobiert und das Bürstchen ist jetzt nicht überragend. Also ich würde es mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Sie war okay. Aber ist auch gut, dass sie jetzt leer ist. Und zum Schluss habe ich noch von L'Oréal den Super Liner Ultra Precision. Das ist den, den ich immer benutze für meinen Winged Eyeliner oder generell Eyeliner. Gerade heute habe ich ausnahmsweise mal keinen drauf. Aber der hat sehr, sehr lange gehalten. Also an sich ist das nur dieses kleine Fläschchen. Und da oben dreht man das raus und das ist so ein kleiner Mini-Applikator. So rum. Und der ist ziemlich beweglich und so. Aber ich finde, man kann sehr gut mit dem malen. Das ist schön schwarz und ja. Also ich mag den und hatte mir auch einen nachgekauft vor längerem, weil ich dachte, der wird jetzt schnell leer. Aber er hat trotzdem noch wochenlang gehalten. Und deswegen, ja. Also der steht bei mir noch daheim, der zweite jetzt. Und den werde ich auch aufbrauchen und dann mal sehen. Also ich werde trotzdem immer wieder zu dem zurückgreifen. Ich bin ein kleiner Fan davon. Ich mag das sehr, sehr gerne, diesen hier. Ja, das war's jetzt mit meinem Aufgebraucht-Video. Das waren jetzt wieder einige Produkte hier. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!